Hi, hier ist Mr. Lagiol und heute bin ich hier auf einer Burg. Das gehörte zu einer ganzen Verteidigungslinie hier im Süden Spaniens, das heißt Cimera de la Frontera. Und hier auf dieser Burg werde ich jetzt drei Taschenmesser vorstellen. Und zwar diese drei Taschenmesser von Armand Kaisak. Richtig wunderbare Lagiol-Taschenmesser, die alle sehr außergewöhnlich sind. Und ich hoffe, dass man dann trotz des starken Windes hier mich noch sehr gut verstehen wird. Bis gleich! Armand Kaisak ist ein Künstler, ein ganz besonderer Künstler, Messermacherkünstler aus Frankreich. Ich habe hier oben in dem Video, in dem ersten Video, wo ich seine ersten Messer vorgestellt habe, auch eine ganze Menge über ihn gesagt. Und jetzt hat er uns auch sogar ein kleines Video über seine neue Werkstatt geschickt, worauf er ganz stolz ist, dass er dort entsprechend seine Messer machen kann. Und jetzt hat er uns gleich aus seiner neuen Werkstatt auch drei Taschenmesser geschickt, die ich hier in diesem Video vorstellen werde. Es sind alle ganz außergewöhnliche Taschenmesser, die alle den gleichen Preis haben von 1150 Euro. Fangen wir an mit dem ersten. Das ist ein Taschenmesser mit dem Drehausgriff. Drehausgriff ist hier unten so ein bisschen gedreht, finde ich sehr außergewöhnlich, mit einem Holz, mit einem Wacholderholz, das immer sehr gut riecht. Ah, das ist immer fantastisch, selbst hier, wo der Wind so stark ist, das kann dieser wunderbare Geruch des Wacholders nicht übertünchen. Auch ganz außergewöhnlich ist bei ihm die Biene. Bei den Franzosen ist es ja so, dass jede Schmiede bzw. jeder Meistermacherkünstler eine eigene Biene entwickelt hat, die nicht für die großen Schmieden arbeiten, sondern Einzelkämpfer sind. Die haben eine ganz außergewöhnliche Biene erarbeitet, so dass man die allein schon an der Biene entsprechend erkennen kann. Hier haben wir diese fantastische Biene von Armand Kaisak. Er hat die für uns ein bisschen verändert speziell, das heißt diese Biene, so wie die jetzt hier ist, gibt es nur bei uns. Die hat ein bisschen mehr Details als sonst. Und hier haben wir auch diese hochinteressante Rücken mit den Gilochagen. Und das Besondere bei ihm ist auch, dass er auch die Klinge hier in dem unteren Bereich gilochiert. Das finde ich sehr, sehr interessant. Die Metallverarbeitung ist Brosé, das heißt, wir haben hier mattiertes Metall.
Das Messer lässt sich gut öffnen und schließen. Und wir haben hier die Plane-Edition. Das heißt also, dass wir über die gesamte Länge keine Metallbacken haben, die sogenannten Mitres. Ich finde es sehr faszinierend, wenn hier ein Drehausgriff nur in dem unteren Bereich hat. Wir haben auch eine andere Taschenmesser, zum Beispiel von Lagioli Nobrac. Die haben den gesamten Griff mit diesem Drehausgriff, auch eher, also auch Armand Kaisama solche Griffe. Aber sag mal, hier speziell finde ich sehr interessant, diese Kombination aus ein Stückchen Drehausgriff und der Rest eben halt schön verarbeitet. Dieses Taschenmesser, denk bitte daran, dass manche Schmieden oder Künstler die Griffe aus Holz nicht lackieren, so wie auch hier. Das heißt, wir haben hier wirklich den puren Zustand sozusagen des Holzes, ganz ohne irgendeinen Lack darüber. Manche Schmieden, größere Schmieden, die lackieren die Oberfläche, damit es ein bisschen schön glänzt und auch länger stabil ist. Hier bei solchen Taschenmesser muss man selbst ein bisschen die Oberfläche behandeln, zum Beispiel mit Öl, wenn das geht. Wir haben auch einen speziellen Balsam entwickelt aus unterschiedlichen Ölen und Bienenwachs, sodass natürlich die Oberfläche vor allem auch gegen Wasser sehr gut geschützt ist. Aber ansonsten, wenn du das nicht haben möchtest, dann kannst du auch ein Öl haben, das zum Beispiel nicht so besonders geruchsintensiv ist, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Leinenöl, aber eben halt nicht Olivenöl. Wir haben hier also nochmal dieses Taschenmesser, ich zeige es von allen Seiten nochmal. Also sind auch hier sehr feine Ziselierungen, Ziselierungsarbeiten. Ich sage dieses Messer etwas längere Zeit, weil alle anderen drei Taschenmesser sind im Prinzip gleich, die haben nur einen anderen Griff. Und hier haben wir auch nochmal das Logo sozusagen von Armand Kaisak. Und das Taschenmesser ist 12 cm im geschlossenen Zustand. Die Klinge hat eine Länge von eigentlich 10 cm, aber die Fläche, die schneidet, das heißt bis zu dieser Stelle hier, ist 9,2 cm. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Taschenmesser. Wir haben hier das Taschenmesser Le France mit einem Griff aus Buchsbaum und hier hat er sehr schön angearbeitet, praktisch die Tricolore, das ist die französische Fahne mit einer Acrylfarbe, und er hat mir erzählt, dass er hier leider viele solche Griffe erstmal sozusagen verschwendet hat, bis er diese Arbeit so perfekt hinbekommen hat wie hier. Der Rücken ist wie bei den anderen, die wir gerade gesehen haben, genauso wie auch die Guilloche hier vorne auf der Klinge. Auch hier haben wir die Edition Plain, das heißt also, dass wir diese Buchsbaum über die gesamte Länge haben und das Finish der Metallelemente ist Brosé. Kommen wir jetzt zu dem letzten Taschenmesser. Das ist aus Walnussholz. Das ist auch relativ dunkel und das Besondere hier ist, dass wir hier vorne ein Stück Mammut-Backenzahn eingearbeitet haben. Beziehungsweise er hat es natürlich eingearbeitet. Das finde ich sehr, sehr attraktiv, sehr interessant, vor allem, weil der Kontrast hier, der Farbkontrast zwischen diesem ganz dunklen Walnussholz und hier dieser sehr helle Mammut-Stoßzahn ganz, ganz besonders und außergewöhnlich ist. Auch hier haben wir wie gehabt diese wunderschöne Biene, die speziell für uns gemacht wurde, und die Guilloche im Bereich der Klinge. Das Messer lässt sich auch sehr gut öffnen und schließen, und hier kann man auch noch sehen, für diejenigen, wo die Mittigkeit wichtig ist, kann man hier nochmal genau gucken. So, ich zeige nochmal alle drei Messer. Auch von der anderen Seite am besten. Einmal das eine mit dem Drehausgriff im unteren Bereich und Wacholder, Buchsbaum und Tricolore, l'Edition Le France. Und hier haben wir Walnuss und entsprechend Mammut-Stoßzahn. Drei sehr, sehr schöne Taschenmesser, alle für 1.150 €.
Er hat uns versprochen, bei dem nächsten Messer, die er uns schicken wird, dass er auch Bilder und Videos uns mitschickt, wie er entsprechend ein Taschenmesser verarbeitet, so dass wir nicht nur seine schöne Werkstatt sehen, wie jetzt in diesem Video, sondern auch, wie er wirklich ein Messer vorstellt. Irgendwann Ende des Jahres oder nächstes Jahr werde ich auch ihn besuchen, so dass wir dort auch vor Ort selber solche Videos drehen können und wie er entsprechend ein Messer herstellt. Hat mich gefreut, das Video hier aus Süden Spanien bei dieser wunderschönen Sonne. Bitte entschuldige meine Sonnenbrille. Das ist natürlich hier sehr, sehr heftige, starke Sonne. Deswegen schütze ich ein bisschen meine Augen, sonst könnte ich ja gar nicht geradeaus gucken in der Videokamera. Und es hat mich gefreut, das Video für dich zu machen. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.